Nein, bleibst da, wo Was? du bist, und danach gehst du die Gernert in die Richtung nach unten, bis du an der Festung Aber dann komme ich ankommst. doch wieder an den Leuten vorbei. Also da muss ich Ja, sehr aber mit du denen hast ja sprechen. nichts, was die dir noch wegnehmen können, oder? Die verprügeln mich, mein Herr, wenn ich da nicht vorbeikomme und nicht bezahlen kann. Uns haben die auch nicht verprügelt, du kriegst das schon hin, bist großer Junge. Ihr seht groß und stark aus, darf ich mich euch anschließen? Nein. Gebt mir ein Messer, dann kann ich mich verteidigen. Nein. Aber Herr Selbstverständlich, also Raffin! Herr Raffim, bei allem gebührlichen Respekt. Aber wir sollten dem Mann helfen, das ist unsere zwölfgöttliche Pflicht. Bei Travia, ich stecke meinen Der Mann Anderthalbpender wird euch sofort. in der Nacht erdolchen. Er fängt an zu weinen. Der? Der sieht doch ganz harmlos Nun, aus, nun. Herr Raffin! Nimmt Ja, erstmal das meinen Mantel, bei Travia. Ich reiche Ihnen meinen Mantel. Also, danke, ihr seid sehr nett. Ihr seid sehr nett. Wenigstens der jemand, der Travia zu schätzen weiß. Ich würde euch auch meine Stiefel geben, aber nun, ich habe nur das Paar. Bitte, mein Herr, bitte, eure Stiefel. Mir ist so kalt an den Füßen. Wenn ihr jetzt anfangt, eure Stiefel auszuziehen, dann gehe ich einfach weiter. Ich würde meine Stiefel ausziehen und ihm aber nur meine orange gestreiften Socken übergeben. Ja, danke, mein Herr, ihr seid Zumindest so die kann gut. ich entbehren. Habt ihr vielleicht auch noch ein Dolch für mich, damit ich mich beschützen kann? Gebt ihm keine Waffen. Warum denn nicht? Weil er dich damit in der Schlaf ersticht, Die soll man Lande mit sind ihm so gehen. gefährlich. Ich gehe mal Mir geht's nicht gut. ich gehe mal zu den Bäumen hier am Waldrand, schlag von einem der jungen Bäume einen schönen dicken Ast ab und drück ihm den in die Hand. Ein Knüppel, mein Herr. Ja, danke, ihr seid sehr großzügig. Habt ihr etwas zu essen und etwas zu trinken für mich? Selbstverständlich. Ich hole meine Ration raus. Ihr seid doch selber schuld. Warum seid ihr überhaupt allein unterwegs? Wie alleine? Ich. Niemand wollte mich begleiten. Ich habe keine Freunde mehr. Nach wohin? Wie, wohin? Ich wollte raus aus der Patzie. Hier ist Und es dann nicht mehr gut. verständlich. Ja, und von wo kommt ihr? Aus Dragenfeld, also aus Neudragenfeld, mein Herr. Bei Roterhain. Wo ist das? Im Osten von hier. Wieso lauft ihr da nach Norden? Ich bin nach Westen gerannt, mein Herr. Aber wieso lauft ihr denn nach Westen? Warum nicht nach Norden? Was soll ich denn im Norden? Da sind doch nur die Raubbuben von Gissa, mein Herr. Und jeder weiß doch, dass Gissas Raubbuben und Schattenwandler und die. Sie sind finstere, hinterhältige Schufte und Räuber. Und ich wusste nicht, dass man heutzutage nicht mehr durch diesen Wald gehen kann. Schlangenbrut war früher ein normaler Forst. Ihr kennt euch hier aus? Nein. Ich war noch nie Na, auf jeden hier. Fall macht es Wart so. noch nie hier, wisst aber, wie der Wald heißt. Ja, das und Und ihr. das. Wollt ihr mich verarschen? Meine Herr. Bestimmt nicht. Ich denke, der Umstände entsprechend seid ihr etwas verwirrt, aber das ist ja ganz normal, denke ich. Und ich glaube, nun, ich bin mir sicher, dass wir euch gut beschützen können, wenn ihr uns begleiten mögt. Wir gehen allerdings in die Richtung, wo ihr herkommt. Ihr wollt von hier aus nach Osten? Wir gehen Dämonen jagen. Das ist nicht gut. Willst du immer noch mitkommen? Nein. Dann Gut, dann gehst du können wir anders hin. weitergehen. Genau, du gehst jetzt hier, ich zeige Richtung Fluss, gehst bis zum Fluss, schlägst dich durch die Uferböschung durch, Könnt ihr bis du mich den nicht nach Fluss Witzlingen siehst. bringen? Bitte bringt mich nach Nein, Witzlingen. können wir nicht. Witzlingen schon wieder. Im Norden von hier oder nach Waldend. Nein, Dann wir lauf müssen doch nicht nach dahin, wenn du weißt, Norden. wo das ist. Eine Fresse, Aber wo ich ist werde denn das wieder Problem? überfallen. Ich habe keine Freunde. Ja, deswegen Ja. gehst du jetzt auch in die Uferböschung und schlägst dich durch die Uferböschung durch, bis du die Burg siehst. Und wenn du bei der Burg siehst, sagst du, dass du von der Gesindegeweihten und den Leuten geschickt wurdest, die später sich um die Banditen kümmern und wir wollen als Bezahlung, dass die sich um dich kümmern. So. Also Okay. der ein Fünftel der Bezahlung und so. Ihr seid sehr nett. Ja, schockierend. Kannst du jetzt bitte da hinten hinlaufen? Danke, Herr Gänseritter. Hier noch etwas Verpflegung für unterwegs. Rationiert die gut ein. Ich bin mir sicher, in Travias Namen werdet ihr ankommen. Wollt ihr mein Freund sein? Ich bin Stordian. Selbstverständlich will ich euer Freund sein, Ritter Travigor. Stordian Rocken, danke. Geht mit Gott, aber geht mit Travia.
Ja, mit euch. Bleibt noch ein bisschen stehen, guckt euch hinterher und freut sich so ein bisschen. Wunder, dass so ein Typ überfallen wird. Für einen Lappen. Ich würde ihm noch mein Schwert überreichen und dann weitergehen. Also normales Langschwert, nicht mein Anderthalbänder. Ja. Also du gibst ihm tatsächlich ein Schwert mit auf den Weg, kein Dolch oder sowas. Gut. Ja, dann könnt ihr den Hügeln weiter nach Norden, nach Nordosten folgen, verschiedene Siedlungen meiden. Vor allem wird das dann nicht mehr waldig, sondern hügelig, die dann wohl auch etwas größer werden. Aber ihr könnt dann euch weiter in Richtung Nordosten durchschlagen, bis dann wieder nach vielen, vielen Hügeln und einer sehr schwierigen Reise dann wohl auch der Wutzenbacher Schwarzforst vor euch auftaucht und Neu-Loringen, eine kleine Siedlung mitten in den Hügeln, die hier hineingeschlagen worden ist. Vielleicht ein Bergarbeiterlager, was ihr dann von oben erkennen könntet. Wirklich viel an Leuten könnt ihr hier nicht erkennen. Es gibt wohl einige, zwei, drei Zelte, die hier aufgeschlagen worden sind, aber auch das Bergarbeiterlager selbst ist wohl verlassen. Also vielleicht würde man da noch die ein oder andere Seele finden. Ihr habt jetzt die Hälfte des Tages ungefähr hinter euch. Ihr könntet hier eine Rast machen, könntet aber auch weitergehen. Zumindest hättet ihr noch Licht. Was schlagt ihr vor? Sollen wir hier rasten? Nein. Mir tun langsam schon etwas die Füße weh. Kann ich mal nach einer gut geschützten Lagerstätte suchen? Ja, Wildnisleben. Kannst du mal machen. 5 Minuten, aber nicht länger. Ja, du drehst dich um und während du in den Hügeln so ein bisschen schaust, kannst du wohl erkennen, wie da hinter einem Busch so eine kleine, was ist das, eine richtige Höhle ist das nicht, aber könnte vielleicht ein ehemaliger Bergbaustollen sein. Und was besonders auffällig daran ist, ist, dass wohl an einem der Büsche ist wohl so ein kleiner Baum, den du nicht ganz zuordnen kannst, aber die Rinde des Baumes hat einen blutigen Handabdruck. Also, hier wäre eine Lagerstelle, aber da ist ein Handabdruck. Blutig. Das ist eine Borke. Aber vielleicht gibt es einen hilfsbedürftigen Verletzten hier in der Nähe. Ach, ey. Ja, ich schau mal. Macht sie euch so lange in der Höhle bequem. Ich schau mir mal den Handabdruck an und schau, ob ich irgendwelche anderen Blutspuren oder so finde. Der Handabdruck, blutig wie er ist, verfügt nur über 4 Finger. Der kleine fehlt. Aber ansonsten nichts, keine aufgewühlte Erde, sonstiges? Nein, sonst nichts. Was seht ihr? Naja, Handabdruck, blutig, 4 Finger. Könnten Koakolut sein. Oder vielleicht ist es ein Versehrter, dem wir helfen müssen. Naja, selbst wenn es Koakolut ist. Wenn die Hand so blutig ist, muss man dem wahrscheinlich dann auch helfen. Habt ihr denn weitere Spuren gefunden oder nichts? Nichts dergleichen, das wundert mich ein wenig. Und wir rasten hier erstmal, gehe ich davon aus. Ich erkunde mal die Höhle. Holde Dame, bleibt ruhig erstmal hier in Sicherheit der Choranhänger. Habe ich ein schlechtes Gefühl bei der Höhle? Dein Gefahreninstinkt ist zumindest nicht aktiv. Wird man vorsichtig reinlaufen. Ich glaube, als Nachtraststätte kann man das hier schon nutzen. Es riecht nicht nach Tier, aber wohl nach Blut. Ist tatsächlich so ein bisschen Felsgestein, Felsstaub noch mal in der Luft. Also irgendwann hat man hier sicherlich vielleicht nach Silber oder sowas gegraben. Steht sicherlich schon etwas länger her. Du kannst auch eine verlassene Lore erkennen, die dann hier noch steht. Komplett verfault das Holz, also schon einige Zeit her. Und nach kurzem, wenn du dich so ein bisschen orientierst, vor allem an diesem Blutgeruch, kannst du einen Felsenaltar von Kor finden. Du siehst hier einige geopferte Gegenstände, also Korund, Morion, schwarzer Topas oder Obsidian und ein Schwertkreuz, also 2 Schwerter von verschiedener Größe, die dann hier in den Boden gerammt worden sind und dann ein weiteres Kreuz formen, was dann hier mit Draht aneinander gebunden worden ist, sodass es dann eben das Schwertkreuz gibt. Einige Schädel von hoffentlich Tieren,
Ja, du guckst mal so ein bisschen durch, ohne die wirklich zu berühren. Menschliche Schädel findest du nicht darunter. Vielleicht waren es ein paar Orks noch mit dabei, aber vor allem getötete Gegner und einige vermoderte Rüstungen, die du erkennen kannst. Hat man ein Zeichen da drauf? Diese Höhle? Zeichen von Chor. 9 Strahlen. Ja, aber ob mein Zeichen da drauf zeigt, auf der Hand? Nein. Zumindest nicht auf diese Opferstätte. Die Herren, die Dame kommt einmal näher. Hier ist ein interessanter Schrein. Ich denke, vom Halbgott Chor. Das schaue ich mir gerne mal an. Wie sieht das denn? Ach, herrje! Sieht gut aus. Ja, sieht so aus, als ob wir heute Nacht unter Chors Segen schlafen würden. Das ist wunderbar. Ja, hochinteressant. Sagt einmal, ist es im Mittelreich so, dass Chor unterirdisch verehrt wird? In der Regel nicht. Aber es gab doch mal diesen Zwerg, der diese Söldnereinheit geführt hatte. Die hatte doch etwas mit Chor im Namen. Die Chorknaben? Ja, genau diese. Chorknaben? Und die gibt es bei Travia auch. Allerdings singen die mehr. Ja, hier sind sie mit K geschrieben. Bringen alles so. Sind Zwerge. Ich glaube, der ehemalige oder derzeitige Hochkönig oder der Bruder des Hochkönigs oder irgendwas aus dieser Königsfamilie von den Zwergen hat die gegründet oder so. Das ist ja hochinteressant. Vielleicht haben wir hier einen zwergischen Chorschrein. Wäre das nicht faszinierend? Ja. Aber ich denke, wir können rasten, oder? Durchaus. Schaut einmal, es ist etwas dort geschrieben. Könnt ihr das lesen? Versteht ihr Tudamidia? Ein wenig. Nun, sprechen ja, aber lesen leider nicht. Nun, dann lasst es mich für euch einmal aussprechen. Denn das ist doch für euch Choranhänger sicherlich ein geheiligter Ort. Akimash Samhalyar, Mitleidloser, erhöre mich. Menoroth Tayilata, weise mir den Weg. Oh, das ist aber neuzeitlich. Ich schau mal Rafim und Kurian fragend an. Das Mal auf eurer Haut beginnt zu brennen und zu stinken nach Fleisch. Gleich sind wir doch da. Oh, das riecht ja fürchterlich. Brennt so auch so? Diese Höhle. Ein wenig. Und mit Mitleidsloser ist tatsächlich Chor gemeint? Ei. Das klingt mir nicht nach einer sehr göttergefälligen Tugend, wo doch die Herrin Travia für den Mitleid steht. Respektiere keine Schwäche. Aber vier. Man sollte doch die Schwachen beschützen. Liebe aber nicht Schwäche so sehr, dass du es nicht sterben sehen kannst. Sehr gut. Aber mit seinem Leben meine ich... Ach, ist das nicht wunderbar? So ein herrliches Paradoxon. Genauso wie mit der Herrin Elsinde und dem Herrn Praios. Dies Magieverbot, der Magiebann und die Magie als schützende, heilende, wunderbare, kreative Kraft. Ist das nicht herrlich, dass es diese Gegensätze gibt, vereint in unseren Zwölfen? Chor ist nicht einer der Zwölfe. Da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Ja, da habt ihr natürlich recht. Aber trotzdem als Sohn von Rondra und Pharmalor, einem Drachen, ach. Herrlich. Ich zuck mal mit den Schultern und fang an, das Lager aufzuschlagen. Während du dich abkniest, um das erste Lager zu errichten, werdet ihr eine Stimme hören, die ihr vorher noch nicht gehört habt. Ei, du zitierst die neuen blutigen Regeln des Schnitters, oder? Hinter euch könnt ihr jetzt im Höhleneingang jemanden erkennen, der tatsächlich aussieht wie eine Gestalt aus den blutigen Träumen von Chor. Er kommt gerade hinein, legt wohl einen abgeschlagenen Kopf neben sich ab und nickt euch zu. Die blutige Axt stellt er daneben. In der blutige Neb. Willkommen. Bruder. Rafim. Willkommen. Ihr habt sie also gefunden. Ihr seid hier willkommen.
Ihr wollt hier rasten? Wohin wollt ihr? Zur Blutkerbe. In die ja. Blutkerbe. Ich kenne die Blutkerbe. Sicher. Die Gewalten des Chors sprechen dieser Tage von nichts anderem. Sie alle suchen danach. Wir wissen, wo sie ist. Aber wir können sie nicht betreten. Wart ihr schon einmal dort? Ein See, ein Tümpel. Dort hört das Zeichen auf. Ich weiß nicht genau, wie man da durchkommt, aber die Globule betreten, das vermag nur ein Würdiger, das Chor. Ich habe wohl von einem Blutfaust gehört, der daraus hervortrat und seine Geschichten erzählte, aber er war schwach. Und, Travigor, mein Name, diesen Blutfaust haben wir tatsächlich getroffen. Er ist nicht mehr unter den Lebenden. Wurde von einem Bahnstrahl zerlegt. Ah, merkwürdig. Er war ein Feigling. Abtierer. Und ein Lügner. Ah, so ist es also dieser Tage. Ihr seid also auch auf der Suche und zwei Akoluten, die ich an euch erkennen kann. Was ist mit den anderen? Seid ihr nur die Waffenträger? Söldner? Also, es ist meine heilige Ehre, die Gnaden, hier sind es Gnaden, Priesterin zu begleiten. Ja, ihr seid wegen der Hesinde-Pfaffe hier. Bitte ja. Was? Ersuchen, Wissen, wie man auch immer das ausdrückt. Ich glaube, er meint es nicht böse. Hier um die Blutkerbe zu beenden. Macht, was ihr wollt, aber wenn ihr hineinkommt, sagt Bescheid. Ich würde mir das ganze Spektakel auch gerne einmal ansehen. Immerhin, das ist ein Heiligtum des Chor. Ein Heiligtum des Chor. Ja, da müssen wir euch wirklich widersprechen, blutiger Neb. So ein dämonisches Globuli. Globule, genau. Der Herr hat es doch schon richtig ausgesprochen. Wohl vom Gegenspieler Rondras eine Täuschung. Was auch immer darin ist, wird vernichtet werden. Wir töten das Herz. Dann werde ich euch als Mystiker wohl einmal begleiten. Aber ihr kennt die tulamidischen Spruchworte. Menoroth Tayilata. Weise mir den Weg. Ergebener Jünger des Blutes. Treuer Waffenträger. Weg zur heiligen Blutkerbe. Dort werde ich deinen Namen preisen, dir zu Ehren sein, deine großen Gaben empfangen, Zulda Kerafai. Wie viele der Prüfungen habt ihr schon hinter euch? Nur das Selbstopfer? Was für Prüfungen? Nach dem Selbstopfer folgt das Tieropfer und dann das Feindopfer. Aber sicherlich ein Problem der Moral. Das Tieropfer habe ich bereits hinter mir gebracht. Ihr müsst einen wilden Stier aus schwarzem Fell mit bloßen Händen niederringen. Danach opfert ihr dem, der lachend über das Schlachtfeld schreitet, das Blut des Stieres, bis er stirbt. Wer schaut einmal Rafim an? Ich habe ein paar Tiere mit diesen Händen zu Tode geprüft. Deinen Namen. Ein paar Tiere? Tempel des Chor hat er gekniet, bis sein Gebiss von seinem Kopf verabschiedet. waren gute Tage. Was ist mit dir, Torweiler? Du auch? Du da? Ja, ich schütze normalerweise die Tiere. Verprügele sie nicht. Einfach nur zum Spaß. Nicht zum Spaß, den Göttern zu ehren. Einen riesigen Auerochsen habe ich hier wohl entdeckt in den Schwarzforsten. 2 Meter hoch. Wenn ihr dies zu Ehren eures Gottes tut, kann ich nichts dagegen sagen. Ja, wie gesagt, mein Opfer habe ich bereits hinter mir. Woher kommen denn diese Opfer? Woher wisst ihr davon? Blutfaust sagte etwas davon, als er hier vorbeizog. Ja, ihr habt schon mitbekommen, was wir gerade erzählt haben, von wegen Blutfaust, Paktira und so. Ich habe das schon mitbekommen, aber sein Weg trat er wohl aus der Blutkerbe an. Er war also in der Kerbe. Blutfaust, ja. Er war in der Kerbe. Hat sich da wohl auch sein schwarzes Schwert verdient.
Korean? Was? Ich weiß nicht, was er meint. Ich glaube, er hatte so eins dabei. Wie auch schon immer. Wenn wir dort ankommen, werden wir alles umrennen. Ich schaue Korean mal länger an, nicke dann fast unmerklich. Das heißt, ich gehe davon aus, mit dem Selbstopfern ist das Bluten auf die Hand gemeint? Bluten auf die Hand? Ihr könnt Dinge euch abschneiden. Für die Chorgeweihten mag es sicherlich reichen, oder die Chorakoluten, wenn sie sich einen kleinen Finger abtrennen. Aber man kann auch seelische Opfer bringen. Das geht wohl auch. Oh, das klingt aber bedenklich. Ja, ihr solltet das Feindopfer euch betrachten. Aber... Was ist denn das? Das sehe ich nicht ein. Man soll einen starken und würdigen Feind oder Freund töten und ihm dann sein Herz darreichen. Blutfaust tat dies wohl. War sehr davon überzeugt, dass er dann in das Heiligtum von Kor eintreten darf. Ihr merkt aber schon, wie das klingt, oder? Dass das eher nach genau dem Gegenteil des Kor aussieht. Ja, mag wohl merkwürdig sein. Deswegen habe ich mich auch bisher geweigert, diese dritte Prüfung abzulegen. Das war vielleicht eine ganz gute Idee. Ich könnte mir vorstellen, dass das aus der komplett anderen Richtung kommt. Sagt einmal, Herr Blutiger, wie viele Prüfungen soll es denn geben? 3. Das war ja einfach. Selbstopfer, Tieropfer, Feindopfer. Mahira nimmt ein Büchlein hervor und kritzelt darin hinein. Ich hoffe, man kommt noch anders in diese Blutkerbe. Wir sollten uns diesen Tümpel erstmal anschauen. Ja, ein See, nicht weit von hier. Vielleicht, wenn ihr stramm geht und diese Sendegeweihte nicht bei euch führt, dann in einem Tag. Ich sag mal, 20 Meilen von hier aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch heute noch mit mir machen. Und dann müssen wir allerdings einen Gewaltmarsch draus machen und dann erreichen wir ihn wohl irgendwann des Abends oder in der Nacht. Kein Problem. Aber das sehen wir nicht mehr so viel. So eilig haben wir es jetzt auch nicht. Ja, es ist besser, wenn wir nochmal rasten hier im Tempel und dann morgen gestärkt aufbrechen. Vor allen Dingen bricht uns die Sendegewalt auf der Hälfte des Weges zusammen. Was? Nein, das werde ich bestimmt nicht. Regel Nummer 3, Bruder. Genieße eine kurze Pause mehr als eine lange. Alles, was groß ist, wurde auf Leid errichtet. Was dich nicht tötet, macht dich stark. Stirb, anstatt dich zu ergeben. Lege alle Lügen und Illusionen ab. Lerne dich selbst zu besiegen und du wirst über alle triumphieren. Sie hindern den Starken nur. Schau doch mal zu der Sindegewalten, respektiere niemals Schwäche oder Mitleid, denn sie machen den Starken schwach. Der Mut zum Irrtum macht den Forscher aus. Jetzt lasst uns rasten, auf dass wir morgen schreiten werden. Seinem Namen. So tun wir es. Korean auf ein Wort. Bitte. Lass uns mal rausgehen. So, folge. Ja, dann gehen wir kurz raus aus der Höhle, ein Stückchen an die Seite. Bis jetzt mag der Mann dort drin zwar nicht das dritte Opfer vollbracht haben, aber ich werde dennoch vorsichtig sein mit ihm. Dieser Tage kann man niemandem mehr vertrauen. Willst du die erste Wache halten oder soll ich? Wenn ihr unbedingt wachen wollt, werde ich wachen. Weck mich dann zur irgendwann in der Nacht, wenn es passt. Ei. Gut, was wollt ihr derweil tun? Nächtigen? Also ich würde mich hingehockt haben und meine Ersatzsocken rausgeholt haben und meinen Ersatzmantel und mir den umgelegt haben, beziehungsweise hingelegt haben zur Rast, würde die Augeweihte auch anbieten, sich auf meinen Mantel zu setzen, zu rasten. Ja, das nimmt sie gerne an. Allerdings will sie sich vorher erst einmal die Höhle bzw. den Stollen anschauen, was denn hier so abgebaut wurde. Und dann macht sie Kommentare zu den Quarzen, die ja hier besonders schön sind. Und guckt sich erst einmal die Höhle an und quasselt dabei unentwegt vor sich hin. Sie erzählt ja auch gerne etwas über die Beschaffenheit des Steins.